So, da wir jetzt so viel Kohle gemacht haben. Oder es anscheinend wieder regnet. Was eigentlich auch schon ein Vorteil ist, wenn ich ehrlich bin. Die Melonen sind fertig. So viele Melonen. So viele Melonen. Ja, wir bauen jetzt aber auch nichts Neues an. Und 25 brauchen wir noch. Die werden verkauft. Und die beiden werden verkauft. Dann haben wir das gedeckt, was wir brauchen. Honig jetzt los. Was haben wir denn für Post? Ich muss gestehen, ich schreibe dir heute deinen Hintergedanken. Während ich neulich Filmmaterial gesammelt habe, habe ich gesehen, wie mehrere Tiere über einen großen Holzstamm hinter mein Haus gestolpert sind. Sie sind gestürzt und haben sich verletzt. Ich möchte die ungern lästigen. Aber könntest du den Stamm kleinhacken? Ich habe kein Werkzeug dafür. Warum brauche ich Hilfe? Unter Pauls Haus. Ah, ich habe einen Punkt zur Verfügung. Machen wir das lieber. Hinter Pauls Haus. Hinter Pauls Haus. Wer ist denn erstmal Paul? Ah, er. Okay. Hinter Pauls Haus. Und er wohnt da hinten. Eigentlich können wir den upgraden. Das geht schnell mit dem Saft. Wir können jetzt auf jeden Fall auch die Tiere jetzt holen. Ah, der Mais. Oh, okay. Ich frage mich, wann das Haus aufgewertet wird. Hat er eine Zahl drin? Ich habe die Zahl jetzt aber nicht im Kopf. So, wir nehmen aber erstmal Hartholz mit. Dann nehmen wir Gold mit. Und was nehmen wir dann noch mit? Die können wir auch mitnehmen. So viele Melonen auf Gold, krass.
schauen wir uns das doch mal an mit dem Pauls Haus. Gehen aber eben so hin. Noch ein bisschen diesen regnerischen Sommer genießen. Das ist das Haus, ne? Das war's. Wow. Ja, nicht zu viel. Naja, was soll man machen? Ist halt so. Dann ist das halt so. Ah, da war ich zu schnell. Ja, morgen ist das Fest. Ist auf jeden Fall praktisch, dass wir so viel Kohle haben. Und jetzt langsam wieder Richtung Schmiede. Und upgraden jetzt die Sichel. Na komm, die können wir auch mal aufmachen. Werkzeug aufwerten. Ne, wir machen erstmal die Axt. Hm. Ah, Axt oder Sichel? Logischen Betracht erstmal die Axt eigentlich. Ach, dafür braucht man auch nochmal Hartholz. Hm. Dann machen wir erstmal die Axt. Naja, für die Sichel und dann unter Tage da was zu machen, also im Wasser was zu machen, da. Wie kriegst du so viel Ausdauer dahin? Ja. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt vonnöten ist. Ach, die Schneekugel habe ich sogar schon mal gespendet. Hm. Dann sortieren wir mal alles mal wieder weg. Nee, die Angel machen wir jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass ich das Vieh angeln werde. Wir machen das lieber mal anders. Wir machen lieber was anderes. Okay, Hühnerstall muss auf Stufe 2 sein für die. Milch haben. So. Das ist die Betsy. Die Betsy muss einfach sein. So. Da haben wir noch eins. Auch dahin.
Das ist die Eule. So, passt schon. Ach, guck mal, wir benötigen da auf jeden Fall Milcheimer. Heu haben wir noch. Wir machen jetzt einmal voller Kühe. Was nehmen wir denn da? Oh, ich lasse mir einfach was einfallen. Das ist Laura. Und das. Ah, ich weiß, wie ich sie nenne. So. Ach, guck mal, und dann können wir noch Hühner holen. So. Was haben wir denn noch? Wir haben noch ein paar Namen haben wir noch. Wir haben noch ein bisschen Platz. So. Dann machen wir noch. Was fällt mit dem noch für einen Namen ein? Ach komm. So. Und das letzte. Dann haben wir auch keine Kohle mehr. So. Das war's. Endlich haben wir eine vernünftige Scheune. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist halt... Heu. Davon haben wir auch genug. Schön, dass sie jetzt auch anders farbig aussehen. So, und die Kühe muss man natürlich auch liefern. Genauso sieht es auch im Hühnerstall aus. Oh. So, denn nur glückliche Hühner geben auch Profit. Genauso wie glückliche Kühe. Was haben wir denn hier noch für einen Auftrag? Erdessenz an Mark, okay. Ach, die läuft gar nicht ab. Die haben wir gemacht. Da müssen wir uns noch die Belohnung abholen. Kann ich die nicht auch jetzt hier platzieren? Tatsache. Dann mache ich das doch mal. Da ist hier nur Heu drin. Ach, die produzieren gar nichts. Ach, guck mal, ich hätte kann sogar die abgeben. Machen wir das lieber so, weil die anderen bringen mehr Profit. So, das Ganze noch wegsortiert. Machen wir das mit der Angel heute nicht, dass wir die upgraden.
Das wird eh wieder ganz schnell voll werden, möchte ich wetten. Ne, hier nicht. Die Punk kommen wieder hier ran. Das auch. Ja komm, den kann auch erstmal weg. Guck mal, die Gießkanne. Ach, die Gießkanne. Die Milchkanne kann auch erstmal hier rein. Die brauchen wir auch nur hier drin eigentlich. Ist nur die Frage, wo sind die jetzt alle? Er ist doch der Einzige, der draußen ist. Auch krass. Ich hätte ja gar keinen Bock da drauf. Ja, okay, die auch. Was ist auch draußen? Hm, noch mehrere Leute draußen, als ich da gedacht habe. Wo ist der denn, der Mark? Jack? Luke. Wie jetzt da? Ach, der ist da. Na komm, dann holen wir uns erstmal die Belohnung hier ab. Dann gehen wir erstmal hier hin. Müssen ihn nur gucken, wo er denn ist. Hä? Ach, Bücherei. Jetzt dieses Problem. Was ist das Problem? Ich weiß nicht. Ich habe den Computer benutzt und er ist abgestürzt. Ich habe ihn neu gestartet, aber jetzt ist alles durcheinander. Ich kann es Millie nicht einfach sagen, denn obwohl ich in ihrer Abteilung arbeite, ist mir technisch nicht erlaubt, bestimmte Dinge zu tun, zu benutzen. Ich weiß, es ist nicht okay. Schau mich nicht so an. Tatsache ist, dass der Computer abgestürzt ist. Meine Güte, was machen wir jetzt? Hast du versucht, Lily um Hilfe zu bitten? Na, sag es Millie. Sie würde wissen, was zu tun ist. Keine gute Idee. Ich denke, ich werde es versuchen, Lily zu finden. Vielleicht kann sie helfen. Willst du mitkommen? Hoffen wir, dass Millie den Computer nicht benutzt, bis er repariert ist. Hm. Aber wo ist er? Er soll hier sein. Nicht. Hier ist er auch nicht. Ach, man kann auch zu den Tieren gehen, okay. Aber wo ist der? Ach, da. Danke. Okay. Die haben wir. Jetzt machen wir das mit der Hilfe. Wir müssen aber leider bis da oben hin. Ah, danke. So, das ist auch abgeschlossen. Okay.
Was machen wir heute? Das ist eine gute Frage. Es regnet wie Sau hier. Wir könnten mal versuchen, weiter im Wasser voranzukommen. Wir müssen noch einen neuen Saft machen. Was machen wir denn? Wir machen den jetzt. Wir machen komplett nur den. Und wird viel Kohle einbringen. Nur die Melonen zu machen. Was ist mit euch? Kann das sein, dass da nichts mehr drin ist? Nein, ich will es mal kurz aus. Die Maschine ist voll. Ah, seltsam. Wir müssen echt am Grübeln, was wir tun können. Hat denn heute nicht wer Geburtstag gehabt? Ne, morgen haben sie Geburtstag, okay. Wir könnten schwimmen gehen. Wir könnten auch Bergbau machen. Oder Bergbau? Schwierige Frage. Das ist gerade echt nicht so leicht. Ach komm, bevor ich jetzt noch länger warte. Machen wir noch ein bisschen Bergbau. Ja. Ja, wobei, eigentlich ist es auch scheißegal. Ach komm, wir gehen ein bisschen noch unter Wasser hin. Ich will unter Wasser technisch noch ein bisschen vorankommen. Also brauche ich die nicht. Brauche ich eigentlich auch nicht. Gießkanne auch nicht. Die Hacke auch nicht. So. An Ausdauer wird es auf jeden Fall hier nicht mangeln. Unter Wasser. Wenn ich das schon wieder sehe. Also Ausdauerprobleme kriegen wir unter Wasser nie. Da ist auch noch einer. Draußen ist eh das Wetter zum Kotzen an dem Spiel gerade. Also von da an kann man auch locker flockig hier ein bisschen schwimmen gehen. Da kriegen wir hier unten nichts mit. Schön lieber noch ein bisschen Seetang ernten, dass man alles schön hinterher einmal upgraden kann. Ist natürlich auch toll, dass wir schon 25 haben.
So, nach dem Tag werde ich mich ein bisschen drauf konzentrieren, mich noch zu erholen. Weil morgen wieder die Arbeit anfängt. Und ich muss auch noch ein bisschen was essen. Hier ist es auch gerade halb neun. So, dich habe ich, glaube ich, noch nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dich geangelt zu haben. Ne, Tatsache. Du bist mir komplett fremd. Ich glaube, jeder kann es mir verzeihen, wenn da so ein bisschen Dreck auf dem Boden liegen bleibt. Weil du hast noch ein bisschen Kohle gebraucht, ne? Doppelter Fang sogar. Und ich glaube, ich muss auch nicht alle Meeresfrüchte mitnehmen. Sind zum Teil einfach nicht nur Platzverschwender. Da wieder Salz. Du kommst auch wieder mit. Nicht klein auf Moment, habe ich keine Lust. Mein Gott, 75 schon wieder. Ah, wir waren gerade da unten, okay. Da ist wieder Salz. Dich kann ich auch mitnehmen. Ach guck mal, den habe ich gerade vergessen. Da müssen wir jetzt ein bisschen mal da unten noch was machen. So, die Frage, komme ich jetzt da hin? Ja, doch, kommen wir. Das ist schön, da haben wir schon den ersten. Jetzt erstmal dafür den Weg frei bauen. Ja, auch immer so komische Bahnen schlagen müssen. Thank you.
Oh, ein paar muss schon essen. Wenn wir schon dabei sind. Und die bringen auch sehr viel Ausdauer. Fast 50. Zumindest die hier. Der bringt sogar 50. Frage ich gerade nur, wo der bleibt. Oder der. Ach, ich möchte wetten, da ist irgendwas, wo drin, wo er jetzt festhängt. Müssen gleich nochmal zurück. Machen aber trotzdem jetzt erstmal hier alles frei. Ah, okay. Ach, da. So. Ein kleiner Fitzel. Und da bleibt er hängen. Och, ich sitze nicht dein Ernst. Jetzt aber, komm. Okay, dann ist der aktiviert. Können wir noch nicht lang? Das heißt, wir müssen hier unten lang. Ich würde sagen, können wir jetzt da auch nicht lang, aber... Na, kannst du dich noch weiter verziehen, bitte? Weil du versperrst mein ganzes Bild. Komm, geh noch weiter weg. Danke. Da haben wir ihn. Hier ist auch nur einer, ne? Ja. Ach, da ist ein Fisch aufgefangen. Ich bin die Frage, was der jetzt für eine Bahn einschlägt. Weil die sind ja so wirr, weiß ich halt die Wege, wie die einnehmen.
Ah. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Mich wieder nach oben. Ach, guck mal, okay. Na komm, nützt nix. Wir müssen nach oben. Das wird sonst so knapp. So knapp ist doof. Krieg ja eh wahrscheinlich schon wieder ein Malus. Deswegen. Dass wir den sogar spenden müssen oben. Ich behalte den nochmal. Also irgendwas kommt mir an den gerade seltsam vor. Als hätte ich den, müsste ich den irgendwo spenden nochmal. Wir werden sehen, wir werden sehen. Bevor das doch zu viel wird, machen wir lieber für heute Feierabend. Jo. So, erstmal zum Bett gehen. Jo. Oh, Dünger 3 und Hydro 3, okay. Das ist okay.